Hallihallo, guten Abend, ihr Lieben. So, spontan heute Abend bei mir die Judith Zietsch aus Leimen. Sie hat ein eigenes Farbengeschäft und das schon seit 50 Jahren. Wow, also ein klassisches, traditionelles Familienunternehmen. Und sie macht sich jetzt auf neue Wege. Und deswegen sind wir hier heute im Interview. Also, erzähl uns doch mal kurz, wie sieht dein Alltag aus in deinem Geschäft? Ja, also ich habe halt feste Ladenöffnungszeiten, an die ich mich auch halten muss. Und dann mache ich die Tür auf morgens und warte, dass Kunden kommen. Manchmal stehen schon welche vor der Tür, sind ungeduldig. Manchmal kommt auch nicht gleich jemand. Also ich weiß eigentlich nie, wann jemand reinkommt. Okay, also ja. Das heißt, es gibt auch mal eine Zeit, da ist einfach keiner da. Ne? Aber das du gibt's. Musst da sein. Und wenn man dann denkt, jetzt kommt keiner, auf einmal steht er dann doch da. Genau, willst du dann doch mal aufs Klo gehen? Ja, genau, ne? Ja, das sollte okay. Ich gerade sagen. Das ja. Kann passieren. Das ist natürlich man ganz schön blöd. Man weiß halt nie, wann die kommen. Und du bist also an diese Öffnungszeiten sozusagen gebunden, kannst also in dieser Zeit eigentlich nichts anderes machen, auch wenn keiner da ist. Und wie sieht es sonst in deinem Laden aus? Also musst du ganz viele Sachen einkaufen zum Beispiel? Ja, ich muss ja die Ware, die ich präsentieren möchte und verkaufen möchte, auch vorrätig da haben. Also schon hohe Investitionskosten? Ja, die Investitionen sind sehr hoch. Ja, die Regale müssen gefüllt werden, gepflegt werden, der Computer, die Kasse muss gemacht werden, die Buchhaltung, dann habe ich meine Fixkosten. Ja. Ja, klar. Ja. Ob jemand kommt und was kauft oder nicht. Ne? Ja, also die Kosten trotzdem, sind immer ja. Da. Und wie sieht es denn bei dir mit der Rente aus? Das ist ja in Deutschland auch ein großes Thema, gerade bei Selbstständigen. Ja, da habe ich so eine private Altersvorsorge. Da mache ich mir sogar manchmal Gedanken. So wie es die Weltwirtschaftslage zurzeit aussieht, bekommt man dann überhaupt noch was? Ja, das ist wirklich ein großes Thema. Aber ansonsten jetzt irgendwelche Rücklagen aus deinem Ladengeschäft oder so ist auch immer schwierig, da was zu machen, weil du investierst wieder in neue Ware. Ja, ich muss immer die Ware einkaufen, sie vorrätig haben, damit ich die Kunden bedienen kann. Was machst du jetzt zum Beispiel mit Ware, die du schon länger hast? Die jetzt keiner gekauft hat? Ich habe ja jetzt das Glück, dass ich Farben verkaufe und die gehen nicht so schnell kaputt. Aber ich passe halt immer auf, dass ich eben nicht so viel Vorrat habe, sondern immer just in time eben bestell und nicht so viel auf Lager. Trotzdem aber alles da. Und es ist halt ein sehr breites Sortiment. Ja, das ist schon und man eine große weiß halt Verantwortung nicht auch. Genau, was die Kunden wollen. Ja. Ich kann sie schon dahingehend führen, aber ich muss ja trotzdem viele Sachen da haben. Und ja, wenn dann mal einer viel kauft, dann habe ich halt für den nächsten dieses Produkt dann nicht da. Das muss dann erst wieder bestellt werden. Aber ganz viele andere Sachen, die gerade keiner will, ne? Ist ja auch blöd. Ja, und das kann auch passieren. Hast du auch ein saisonales Geschäft? Ja, im Winter habe ich nicht so viel Geschäft. Da ist es ein bisschen ruhiger, weil viele denken, dass sie nur im Sommer auch innen streichen könnten, was eigentlich nicht der Fall ist. Also man könnte auch im Winter drinnen tapezieren. Aber die Kunden, die, wenn es Frühling wird, dann werden die halt auf einmal ein bisschen aktiver. Und dann kommen sie auch für die Innenwandfarben, nicht nur für das Außen und die Gartenzaun und so. Es ist einfach im Sommer viel zu tun und im Winter ist es ein bisschen langweilig. Okay, das ist natürlich auch ziemlich doof. So, jetzt eine ganz emotionale Frage, was mich brennend interessiert. Du bist also schon ganz, ganz lange in diesem Geschäft. Was sind denn deine persönlichen Träume? Was möchtest du in deinem Leben noch erreichen? Ja, also ich kann nie lange im Urlaub. Das Längste, was ich jetzt mal weg war, war eine knappe Woche. Oh. Weil dann vermissen mich die Kunden schon so und dann kommen Bestellungen und ich krieg dann halt E-Mails und ja, man ist eigentlich immer unruhig und man kann nie mit gutem Gewissen lange weg. Und mein Traum wäre eigentlich schon, dass ich mir es auch mal leisten könnte, einfach mal 2-3 Wochen am Stück irgendwo hinzufahren und mich an einem schönen Strand spazieren gehen und dabei trotzdem eventuelle Geschäfte zu machen. Weil ich bin natürlich. Ja sehr aktiv. Ja. Ich will ja nicht einfach im Urlaub nichts tun. Also ich, und das ist es eben der Reiz,
dass ich eben auch unterwegs dann Geschäfte machen kann. Also wenn ich dir jetzt verrate, dass ich bald 7 Wochen nach Frankreich fahre, auf eine große Tour. Da würde ich gerne mitgehen. Genau, ja. Weil du hast ja also nicht nur, dass du Farben verkaufen kannst, sondern du hast ja noch ganz tolle Talente und Fähigkeiten. Ja. Das ist ja echt total spannend. Ich spreche fließend Französisch und Englisch. Ich bin eigentlich französisch und englische Wirtschaftskorrespondentin von Beruf und habe mich halt entschieden, das Geschäft von meinen Eltern weiterzuführen, weil das auch der Wunsch meiner Eltern war und mir eigentlich die Farben auch Spaß machen. Aber überlegt euch mal, wie spannend es ist, ein Mensch, der so viele Sprachen spricht, fließend darauf ausgebildet ist, sitzt in einem Laden in Leimen und verkauft Farben. Ne? Das ist ja echt ganz schön schade. Also sie hat da wirklich ein ganz tolles Know-how, womit sie eigentlich die Welt erobern könnte, unsere Judith. Ja, also ich kann auch meine Präsentationen auf Englisch machen oder Französisch. Das machen wir auch bald. Das auch Spaß machen, genau. Also, warum hast du dich denn jetzt für Network Marketing entschieden? Ja, weil ich glaube eben auch an die Multiplikation und ich bin auch kommunikativ, ich unterhalte mich sowieso gern und ja, also was mir eben auch bei der Firma Johann gefallen hat, war das schöne T-Shirt mit Glücklichmacher. Moment hier, halt mal meine Brust in die Kamera. Ja, und da habe ich gesagt, ich will eigentlich auch die Menschen glücklich machen. Also so wie Ramona, die ist eine Glücklichmacherin und da habe ich gesagt, ich möchte auch das Glück weitertragen und die Menschen glücklich machen und sie ansprechen, sie fragen, ob sie Interesse haben, einfach ihnen auch helfen, weil ich bin ja auch wegen dem Cannabis eingestiegen, weil ich Schmerzen hatte und die habe ich ja jetzt nicht mehr. Ja, sehr spannend. Und die machen mich halt glücklich. Und das Tolle ist halt beim Network Marketing, du kannst arbeiten, wann und wo du möchtest. Ne? Also du bist nicht an einen Ort gebunden und du bist an keine Zeit gebunden. Ja. Das ist natürlich schon eine richtig große Freiheit, die sich da ermöglicht. Ja, und man kann nämlich dann auch immer arbeiten, wenn man sehr aktiv ist. Wenn man will. Genau, also so tags, nachts und überhaupt. Ja, mir macht es Spaß und für mich ist es dann auch nicht gearbeitet, weil es mir so viel Freude macht. Genau, du integrierst es einfach in dein Leben. Und das ist das Schöne. Das ist für mich keine Zeitaufwendung, wenn ich jetzt mich mit Menschen unterhalte und denen von den Produkten erzählen. Ja, genau. Nebenbei. Ja. Also, so wie ich sehe, du findest an Juchheim schon mal die Produkte richtig gut. Ja. Da bist du echt begeistert. Ja, also dieser Vorher-Nachher-Wow-Effekt, also der ist ja tatsächlich da. Jetzt bei mir im Farbengeschäft, da müssen die Kunden ja schon auch vertrauen, dass die Farbe nachher an ihrem Objekt, das sie streichen, gut aussieht. Mit den Cremes von Juchheim, da kann ich meinen Kunden sofort zeigen, dass es gut wird. Ja, du verkaufst kein Versprechen, sondern schon ein Resultat. Ein Resultat, ne? Ja. Das und ist genial. Das Gute. Und die Produkte sind halt einfach wirklich super. Ja. Also man kann sie nicht mehr einfach ausprobieren. Man muss es erlebt haben. Ja. Genau. Und dazu sind sie auch noch ohne schädliche Inhaltsstoffe, tierversuchsfrei, werden in Deutschland hergestellt. Also ja, super genial. Einfach. Und es geht ja nicht um Kosmetik, um sich irgendwie zuzuspachteln. Ich bin ja jetzt auch nicht geschminkt. Wir cremen uns nur ein und unser Teint leuchtet. Ja. Wir müssen uns nicht schminken. Es ist diese natürliche Schönheit, natürliches Anti-Aging. Natürlich. Und es ist einfach toll. Hm. Ja, so, ich habe da noch ein paar Fragen. Du sagst, du arbeitest gerne mit Menschen zusammen. Was haben denn die Menschen davon, wenn sie mit dir zusammenarbeiten? Ja, was haben Sie davon, wenn Sie mit mir zusammenarbeiten? Ja, ich bin sehr motiviert und ich hoffe, dass die Motivation dann ansteckend sein könnte. Ja, die ist wirklich ansteckend von der Judith. Ja. Da kriegt man morgen schon eine Nachricht, ich mach das, ich mach das, ich mach das. Und sie ist sehr, macht so eine Freude, mit ihr in Kontakt zu sein. Also das ist wirklich toll bei dir. Da hoffe ich eben auch, dass mich welche finden, die eben auch so sein wollen. Genau, die finden wir jetzt. Ja. Und was natürlich auch ganz toll ist, eben, dass sie eine positive Ausstrahlung hat, dass sie immer fröhlich ist, sie hat immer gute Laune und sie macht seitdem ich aus allem das Beste. Ne? Also das finde ich auch immer toll. Du lässt dich von niemandem runterziehen,
du machst dein Ding, du gehst jetzt deinen Weg und du hast einfach dein Ziel vor Augen. Und das ist natürlich klasse. Wie sehen jetzt sozusagen deine Traumteampartner aus? Mit welchen Menschen würdest du gern zusammenarbeiten? Ja, die sollten aufgeschlossen sein und wenn sie es noch nicht sind, sollten sie es werden wollen. Genau, ja. Genau. Das man ist kann sehr sich gut. Ja, ja auch ändern. Ja, offen für Neues. Mhm. Dass man sagt, okay, ich habe jetzt Lust, mein Leben zu verändern. Ich möchte neue Wege gehen. Und ich habe ja Visitenkarten gemacht, da steht, neuer Mut ist Lebensglück. Und eigentlich muss man nicht mal arg mutig sein, weil man hat gar keine großen Investitionen, wenn man mit Jochheim beginnt. Nee. Und auch nicht einmal Verpflichtungen. Nee. Das ist fast unglaublich. Also wenn man zum Beispiel dann doch nicht, wenn man sich jetzt das Starter-Set gekauft hat und man entscheidet sich dann nicht weiterzumachen, dann hat man nichts verloren. Man hat ja dann 2 Produkte gekauft, die man für sich verwenden kann. Was soll einem dann da passieren? Überleg dir mal, wenn du ein Ladengeschäft aufmachst, ne, wie viele Tausende, Zehntausende von Euro du da reinstecken musst. Die Ladenmiete. Das ist ja ein riesen Unterschied. Genau. Und bei Jochheim hat man einfach die Möglichkeit, mit ganz, ganz geringem Geld sich aber ein Riesenunternehmen für sich selbst aufzubauen. Ja, das ist wirklich eine Chance. Und ja, ich kann es eigentlich gar nicht verstehen, wenn es jemand nicht will, aber akzeptieren muss ich es. Genau. Okay, also an alle da draußen, die Bock haben, mit Judith zusammenzuarbeiten, die gern Französisch und Englisch lernen würden. Nee, vielleicht habt ihr Kontakte in die große, weite Welt und sagt, okay, ich möchte jetzt was verändern, ich möchte was, ja, einfach was Neues machen. Oder vielleicht geht es euch ähnlich, ihr habt auch ein Geschäft und möchtet da einfach mal aus diesem Hamsterrad ein bisschen ausbrechen. Dann würde ich sagen, kontaktiert die Judith oder mich. Ich stelle dann gerne die Verbindung her und traut euch einfach. Ja, das wäre schön, wenn sich jemand meldet. Ja. Super, wir freuen uns auf euch. Tschüss!